Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, Krähennest, Bernd Pirat hier. Ich habe mich heute Mammel zusammengefunden mit Jens Alpenbusch und der Katharina Nobtun. Ich stelle euch am besten erstmal vor, für die Leute, die euch nicht kennen. Ja, hallo, mein Name ist Katharina Nobtun. Ich komme aus Niedersachsen und bin in der AG Datenschutz aktiv und engagiere mich seit einigen Jahren im Thema Datenschutz, informationelle Selbstbestimmung und Bürgerrechte. Ja, und ich bin der Jens Alpenbusch. Ich bin jetzt auf der NRW-Bundestagsliste in meiner Zagen gewählt worden für den Bundestag. Ich bin lange Jahre Vorsitzender der Partei gewesen und dann engagiere mich auch in Datenschutz, auch in der AG. Und genau wie Katar sind wir natürlich im Moment ganz eingenommen von der großen Datenschutzverordnung, die die EU jetzt neu konzipieren will. Ja, genau, darüber wollen wir auch sprechen und ich sag mal vom Copy und Paste der besonderen Art und Weise. Könnt ihr kurz erläutern, worum es geht? Ja, also momentan wird auf EU-Ebene darüber diskutiert, wie man eine EU-weite gültige neue Datenschutzgrundverordnung erstellen kann und was drinstehen soll. Und hinter den Kulissen finden da gerade kleine Grabenkriege statt. Und zwar ist es so, dass ein erster Entwurf präsentiert wurde vom Jan-Philipp Albrecht von den Grünen, der in diesem Bereich derjenige ist, der dem EU-Parlament Bericht erstattet. Und jetzt ist der Prozess an der Stelle angekommen, dass es so in den Ausschüssen des EU-Parlaments diskutiert wird. Und der erste Ausschuss, der dran war, sich zu dieser EU-Datenschutzgrundverordnung zu positionieren, die noch recht datenschutzfreundlich ist, war der Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz. Da wird man ja eigentlich denken, da kann ja nichts Schlimmes bei rumkommen, steht ja Verbraucherschutz mit drin im Namen. War aber leider nicht so, denn der Ausschuss hat den ersten Entwurf kritisiert und zwar sehr industriefreundlich kritisiert, sage ich mal, und gefordert, dass dort einige Passagen gestrichen werden, die eindeutig im Interesse der Verbraucher sind. So, und da hat der Max Schrems von der Initiative Europe vs. Facebook sich mal die Lobbydokumente besorgt von einigen Unternehmen, beispielsweise von Amazon oder auch, nicht nur Unternehmen, sondern auch der amerikanischen Handelskammer, und hat entdeckt, dass dort großflächig der Gutenberg gemacht worden ist. Das heißt, da wurden Passagen aus den Lobbypapieren 1:1 kopiert und in diesem Bericht des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz kopiert. Und das zeigt natürlich ganz klar, dass dahinter den Kulissen die Lobby sehr starken Einfluss hat und einfach, dass sie sich nicht gut für die Verbraucher oder für die Internetnutzer auswirkt. Und das schon an dieser frühen Stelle, wo über die Zukunft des europäischen Datenschutzes gesprochen wird. Und das ist natürlich an der Stelle fatal. Ja, vielleicht kann ich ein bisschen zum Hintergrund ausholen, wenn es erlaubt ist. Nicht jeder wird das wissen. Die bisherigen Datenschutzregeln auf EU-Ebene, die stammen tatsächlich aus dem Jahre 95 und die meisten Leute werden wissen, dass da das Internet noch nicht sein volles Potenzial entfaltet hatte. Deswegen geht es jetzt tatsächlich darum, neue Regeln zu schaffen, die im Wesentlichen dieser Realität und womöglich schon auch den zukünftigen Möglichkeiten Rechnung tragen im Internet auf EU-Ebene. Und die zuständige Kommissarin, Frau Reding, hat vorgeschlagen, nicht eine Richtlinie zu machen, sondern eine Verordnung. Da gibt es einen feinen Unterschied. Eine Richtlinie würde sozusagen noch durch Gesetze, Rechtsprechung in den Mitgliedsländern konkretisiert und eben auch ausgestaltet, wohingegen eine Verordnung ein sogenanntes Umsetzungsverbot beinhaltet. Das heißt, die ist quasi sofort gültig und zwar auch in gewissen Details. Da würde also mit einer Verordnung, würde sozusagen EU-Rechtsprechung den zum Beispiel deutschen Datenschutz komplett verdrängen an der Stelle. Und das ist auch einer der Kritikpunkte, die immer gesagt wird. Es würde zwar harmonisieren, aber man kann dann eben als einzelner Mitgliedstaat auch nicht schärfere Regeln, zumindest nicht in größerem Umfang, machen, als die EU-Verordnung dann darstellt. Und der Grund, warum überhaupt eigentlich auch viele amerikanische und ähnliche Verbände und große Firmen überhaupt lobbyieren, warum machen die das? Weil in dieser Verordnung nicht nur der Inner-EU-Datenschutz sozusagen neu geregelt wird, das würde für die wahrscheinlich schon reichen, weil das natürlich ein großer Markt ist, aber die Verordnung sieht auch vor grundsätzlich, dass die Daten europäischer Bürger
grundsätzlich dem Anspruch nach auch im Ausland geschützt werden. Das heißt, selbst wenn ich eine amerikanische Firma bin, die in Europa gar nicht einen Sitz hat oder sowas, aber ich sammle zum Beispiel Daten von Europäern aus irgendwelchem Grund, als Internet-Business oder sowas, dann gibt es grundsätzlich in dieser Verordnung auch den Rechtsanspruch des europäischen Bürgers, dass nach diesem Standard mit seinen Daten verfahren wird. Wie man das natürlich transatlantisch umsetzt, ist eine ganz andere Frage, aber dieser Anspruch ist neu und unter anderem deswegen ist, glaube ich, im Moment in Brüssel tatsächlich die angeblich größte Lobbyschlacht aller Zeiten, die diese Leute da gesehen haben, und ich glaube, das heißt schon einiges für Brüssel, im Gange, die sich um den Datenschutz dreht. Ja, das waren ja schon mal sehr viele Informationen. Du sagtest gerade, oder ihr sagt gerade, große Datenschutzschlacht in der EU. Ohne jetzt erstmal auf die Verordnung an sich einzugehen, die kommende Verordnung einzugehen, was könnten wir tun oder was kann der Einzelne tun, um sich dort einzubringen? Also gibt es schon eine Möglichkeit für die Bürger oder für uns Piraten, sich da einzubringen, um da was dran zu ändern? Ja, also in der ersten Phase haben viele Verbände und viele Nichtregierungsorganisationen natürlich Stellungnahmen geschrieben oder machen das jetzt immer noch. Als Partei, die im EU-Parlament vertreten ist, können die Piraten natürlich über die Abgeordnete Amelia Andersdotter sich da auch an der Arbeit ganz konkret beteiligen. Wir unterscheiden uns da ja sehr stark von anderen Parteien. Das heißt, wenn jemand da wirklich mitarbeiten will an diesem Projekt, kann er auch gerne das Büro kontaktieren und sich dort einbringen. Und momentan ist es aber auch ganz wichtig, dafür Öffentlichkeit zu schaffen, was dort passiert. Deshalb ist es ganz wichtig, dass dieser Fall des Plagiierens von Lobbydokumenten und des Landen in dieser Passagen in offiziellen Ausschussstellungnahmen, dass das skandalisiert wird. Das heißt, es ist ganz wichtig, Öffentlichkeit zu schaffen, beispielsweise durch eigene Medien. Wenn man Lust hat, kann man drüber blocken, aber man kann natürlich auch Abgeordnete gezielt anschreiben, beispielsweise bei Abgeordnetenwatch, und darauf aufmerksam machen, was da passiert, weil die Bundesregierung hat sich nicht gerade da hervorgetan, dass sie sich für eine Stärkung des Datenschutzes einsetzt. Einerseits moniert sie natürlich, dass eine Absenkung von deutschen Standards möglich ist. Andererseits setzt sie sich aber auch nicht wirklich dafür ein, dass dort starke Standards etabliert werden in der EU-Datenschutzgrundverordnung. Und das ist natürlich an der Stelle wirklich sehr verloren. Ja, oder so. Ja, mach du erst. Und zusätzlich ist es ja so, in der jetzigen Phase konzentriert sich das Projekt im Wesentlichen schon noch in Brüssel. Also jetzt gerade wird natürlich viel, werden die Abgeordneten mit massig Materials bombardiert und es gibt Amendments, also Änderungsanträge, und die klassischen Kanäle funktionieren dann natürlich so, dass dort die in Brüssel ansässigen Leute jetzt da besonders gefragt sind. Es gibt zum Beispiel den Verband EDRI, der auch eine Webseite hat, edri.org, und die haben zwei Kampagnen-Webseiten. Da kann man sich, wenn man englischsprachig ist, zum Beispiel einerseits informieren und auch Material mitnehmen. Und die Kunst ist, das sozusagen jetzt auch in den deutschen Sprachraum zu übersetzen, die Dokumente. Wer jetzt an dieser Ebene, die ein bisschen anspruchsvoller ist, mitarbeiten will, kann sich natürlich auch an uns wenden, an uns beide, oder an einen der AGs, Datenschutz oder Netzpolitik, von denen bei uns auch Leute eingebunden sind in diese Dinge. Da geht es aber eben auch darum, Amendments zu sichten, teilweise zu übersetzen und sowas. Und in einer zweiten Phase wollen wir natürlich jetzt hier auch deutsche Öffentlichkeit mobilisieren. Da geht es darum, diese Kampagnenmaterialien-Einsatz zu übersetzen und dann hier auch medial Aufmerksamkeit zu schaffen. Optimalerweise natürlich so ähnlich, wie das uns bei ACTA gelungen ist, wo es ja auch um Multiplikation, zum Beispiel mit Videobeiträgen und auch mit Texten und Blogs und sowas gegangen ist, bis mal die Leute überhaupt verstanden haben, dass es tatsächlich jetzt auch brennt, weil es ist relativ eilig. Denn schon jetzt werden in den verschiedenen europäischen Ausschüssen tatsächlich auch diese Entscheidungen getroffen. Wir haben ja gerade von IMCO schon gehört. Andere Ausschüsse kommen dann auch mit Entscheidungen und Empfehlungen. Und schätzungsweise im April wird es dann auch nochmal wieder in die Länder reinkommen als Thema. Das wäre auch noch ein wichtiger Termin für uns Piraten in Deutschland. Da wird es dann höchstwahrscheinlich am Innenminister der deutschen Regierung und auch in den anderen Ländern an den Innenministern hängen, die dann theoretisch eben auch nochmal Einfluss nehmen können über diese Rückkopplungsschiene, und wo es dann auch nochmal darum geht, in Deutschland politischen Druck auszuüben.
Also nachdem ich den Gesetzesentwurf der aktuellen Regierung zum DKÜ, also ich sag mal, Klauschangriff etc. gerade gelesen habe oder gehört habe, wenn der da auch noch darüber entscheiden soll, der Minister, wird mir gerade schlecht. Muss ich gerade mal so sagen. Ich habe gerade mal das Paper auf European versus Facebook durchgelesen oder durchgeblättert und ich sehe da so illustre Namen wie Amazon, eBay, Amcham, European Banking Federation, also richtig illustre Runde, Association of Consumer Credit Information Supplies. Ihr sagt, ihr steht ganz am Anfang. Habt ihr oder könnt ihr zu diesen Sachen, die da reingeschrieben worden sind, also konkret schon was sagen? Also was sie da reinschreiben lassen wollen? Ja, also grundsätzlich geht es den Vertretern der Industrielobby natürlich darum, möglichst wenig ja, Kontrolle, die sie daran hindert, private Daten zu sammeln, da umsetzen zu müssen, weil das natürlich im Bereich Internetwirtschaft vor allem um personalisierte Werbung geht. Das heißt, je mehr Daten ich von den Nutzern habe, je mehr ich sie auch verknüpfen kann, desto mehr Geld oder mehr Einnahmen kann ich mit personalisierter Werbung generieren. Und die Erfahrung zeigt einfach, dass wenn man nicht datenschutzfreundliche Voreinstellungen hat, dass es für die Menschen halt sehr kompliziert ist oder schwierig ist, diese Einstellungen wieder umzustellen. Facebook ist da ein Paradebeispiel. Deren, ja, sage ich mal, Geschäftsmodell ist ja eigentlich, die datenschutzfeindlichsten Voreinstellungen, die nur möglich sind, zu diktieren und daraus dann halt auch Daten zu generieren. Und die Datenschutzgrundverordnung sieht unter anderem vor, dass Privacy by Default umgesetzt wird. Das heißt, Datenschutz soll zur Standardeinstellung werden. Und das hat auch zum Teil was damit zu tun, wie ich beispielsweise zu einer Datenweitergabe einwillige. Also Datenschutz bedeutet ja nicht, dass jegliche Form von privater Datenweitergabe ja, Default unterbunden wird, sondern es geht wirklich darum, dass wir selbst über die Datenweitergabe entscheiden können und informiert entscheiden. Und an dieser Stelle hat beispielsweise die Lobby in diesem speziellen Dokument angesetzt. Da wurde beispielsweise ja, die Definition von einer expliziten Einwilligung aufgeweicht. Da wurde reingeschrieben, dass es ja um den Kontext geht. Das ist eine sehr schwammige Formulierung. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass halt bestimmte Interessenvertreter sagen, na, in diesem Kontext beispielsweise von einem Online-Shop, beispielsweise bei Amazon, oder bei eBay, da brauche ich keine explizite Einwilligung, da ist das nicht nötig. Und es gilt natürlich, solche schwammigen Formulierungen, wo dann hinterher eine Aufweichung des, der Datenschutzrechte möglich ist, weitgehend zu vermeiden. Ein weiterer Punkt, der da auch noch geändert wurde durch die Lobby, ist beispielsweise die Frage, unter welchen Bedingungen ich überhaupt von der freien Entscheidung des Nutzers ausgehen kann. Ein klassisches Beispiel ist da das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Das ist ein ganz klares Machtgefälle. Und es muss beim Datenschutz einfach klar sein, dass diese Einwilligung zur Datenweitergabe oder Datennutzung in einem Kontext gegeben wurde, der möglichst frei von Druck ist. Das heißt, dass Menschen beispielsweise nicht unter Druck gesetzt wurden, der Datenweitergabe zuzustimmen, weil sie sonst in irgendeiner Weise ja negative Konsequenzen fürchten. Und auch da wurde die ursprüngliche Formulierung aufgeweicht, was einfach massiv Probleme mit sich bringt, weil in dem Moment, wo einfach solche Einfallstore sind, wo man Ausnahmen machen kann, besteht die Gefahr, dass dann auch in den späteren Ausschüssen da sich einfach noch mehr Sachen dazukommen, noch mehr Sachen vielleicht auch plagiiert werden. Und das einfach den ursprünglichen Sinn der Datenschutzgrundverordnung ja, komplett ins Gegenteil verkehren konnte. Ja, in der momentanen Phase des Lobbyismus geht es den Firmen wirklich vorrangig darum, bestimmte Begriffe anzugreifen, die da grundlegend sind. Was sind überhaupt personenbezogene private Daten? Und wie Katja gerade schon sagt, was heißt es überhaupt, wenn jemand einwilligt oder nicht? Da gibt es dann so Umgehungsdinge, wie zum Beispiel diesen berüchtigten Legitimate Interest, so nach dem Motto, da wird dann behauptet, wenn es im legitimen Interesse einer Firma ist, diese Daten zu verarbeiten, dann sollen sie das auch dürfen, so nach dem Motto, das können sie dann selber entscheiden, wie ihr Geschäftsmodell ist. Das ist natürlich ziemlich fatal. Und auch bei personenbezogenen Daten, wenn dann einfach wird versucht, irgendwie ganz viel Daten als nicht mehr
also personenbezogen oder privat zu klassifizieren. Also es gibt die ganze Palette sozusagen an allen Ecken und Enden wird versucht, das Fleisch von dem Knochen abzunagen. Manchmal sieht man das ganz gut, manchmal ist es schwer zu erkennen. Und man sollte nicht sagen, das sind industriefreundliche Regeln. Es geht da wirklich nicht darum, Geschäft zu behindern mit Datenschutz. Das sollte man auch bedenken, sondern wir sind beim Datenschutz im Moment in so einer Goldrausch-Stimmung. Also die Leute verdienen mit privaten Daten echt Geld, aber es ist praktisch nicht vernünftig reguliert. Das gibt's eigentlich auf keinem anderen Markt. Es gibt auch keinen Grund, es nicht vernünftig zu regulieren. Und es geht im Wesentlichen auch tatsächlich um die Regulierung dieses Marktes, mit persönlichen Daten Geld zu verdienen. Und es spricht nichts dagegen, damit Geld zu verdienen, aber es spricht etwas dagegen, das ohne die Zustimmung derer zu machen, von denen man diese privaten Daten hat, also denen, die quasi zugeordnet sind oder gehören in dem Sinne. Das heißt, man darf sich eben auch schon alleine nicht bange machen lassen von den ganzen Industrievertretern nach dem Motto, oh, dann kann ich morgen Facebook nicht mehr als börsennotiertes Unternehmen haben. Das ist natürlich Quatsch. Es wird für die Leute einfach nur reguliert, der Markt, so wie jeder andere Markt heutzutage auch reguliert ist. Ja, ich denke, das sind schon mal sehr viele Informationen. Hier steht am Anfang, ich werde die Kontaktdaten zu euch und auch zu den entsprechenden AKs unter diesen Podcast setzen und auch bei YouTube reinstellen, damit die Leute, die euch helfen wollen oder auch mehr Informationen haben wollen, euch kontaktieren können. Ja, sagen wir es mal so, ich habe jetzt erstmal keine Fragen dazu. Ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben und das irgendwann mal dann, wenn ihr weiter seid mit eurer Arbeit, einen weiteren Podcast zu machen. Gibt es noch irgendwas, was ihr der Meinung seid, was ihr noch am Ende jetzt sagen müsst, wo ich jetzt nicht sehe, dass ich es hätte fragen müssen, weil ich einfach zu blind, betriebsblind dazu bin? Also wir können auf jeden Fall unterhalb von dem jetzigen Podcast vielleicht auch eine URL einblenden. Die habe ich jetzt gerade nicht parat. Das wäre die schon vorhandene Brüsseler Kampagnenseite. Die ist, glaube ich, noch in Englisch und wir sind leider noch nicht ganz fertig, aber es wird auch eine deutsche Kampagnenseite geben. Das wäre vielleicht dann eine Gelegenheit fürs nächste Podcast. Ja, sehr schön. Machen wir auf jeden Fall. Gut, Jens, Katha, ich bedanke mich, dass ihr euch um diese Spätnacht-Uhrzeit noch mit mir getroffen habt, um diesen Podcast aufzunehmen und wünsche euch eine angenehme Nacht. Jo, alles klar, danke. Ja, vielen Dank dir. Ciao, ciao. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.